Die Ansiedlung des Wolfs in Deutschland ist auf der einen Seite ein Erfolg. Wir erleben das überall, dass die Wolfspopulation sich vermehrt, aber sie schafft auch Probleme. Denn zunehmend werden Weidetiere gerissen und Schutzmaßnahmen wirken nicht. Deshalb kann ich es nur begrüßen, dass sich erst die EU-Kommission und jetzt endlich auch die deutsche Umweltministerin bewegen und erlauben, dass man Wölfe, die sich problematisch verhalten, auch abschießen darf. Das ist das, was die FDP schon immer fordert. Wir wollen ein aktives Wolfsmanagement, denn der Wolf hat keine natürlichen Feinde in Deutschland. Er vermehrt sich ohne Einschränkungen. Und wir sehen, dass zum Teil 30, 40 Schafe oder Ziegen gerissen werden. Und wir müssen etwas tun, um die Weidetiere zu schützen. Auch das ist Tierschutz. Und deshalb ist es richtig, leider etwas zu spät, dass jetzt endlich der Weg geebnet werden soll, dass wir den Wolf auch aktiv managen können und dort, wo Problemwölfe sind, diese auch bejagen.